Ja, moin meine lieben Jagdfreunde, da sind wir wieder, Teil 2 des Jagdschein-Coachings hier mit der Jagdschein-Akademie und zu meiner Rechten der fantastische Carsten. Und natürlich nicht der minder fantastische Original-Jagdschein-Coach, euer Timo. Ja, meine lieben Jagdfreunde, wir werden heute das genauso halten wie gestern. Ja, ihr schreibt eure Fragen rein vorab, natürlich erstmal die Frage, passt das vom Ton, vom Licht, etc. pp. Und ja, dann haue ich hier gleich nochmal den Fahrplan für heute Abend raus. Aber vorher komme ich nochmal ganz kurz zu Wort. Ich verschwinde nämlich gleich erstmal wieder, aber nur für einen kurzen Moment. Hinter die Kamera, bin für euch in den Kommentaren da. Und da gestern so viel los war, übrigens nochmal sensationell, ja. 190 in der Spitze zusammen zugeschaut, insgesamt über 6000 Mal dieses Video angeguckt. Also einige von euch haben dieses Video sicherlich mehrfach angesehen, vielleicht auch kurz angehalten und nochmal neu reingegangen. Sensationell und nochmal ein Riesenlob. Im Chat habt ihr euch untereinander auch nochmal Infos gegeben. Macht das wieder so, es macht einen Spaß zuzugucken. Ich werde gleich was dazu schreiben. Da es gestern so viel war, sagen wir hier in der Ferne an den Roland, auch ein Teil der Jagdschein-Akademie, auch nochmal herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Er ist spontan eingesprungen und nicht wundern, heute tippen zwei Leute in den Chat mit rein. An der Stelle übergebe ich jetzt an den Timo und wir sehen uns gleich wieder. Timo, the stage is yours. Dankeschön. Ja, meine lieben Jagdfreunde, was war das gestern bloß für ein fantastischer Abend? Wir haben im Team selber noch etwas länger zusammengesessen und mussten das auch erstmal sacken lassen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir das hier in diesen Zeiten, ja, dass das so einschlägt. Und ich habe heute mal einen kleinen Spickzettel wieder geschrieben, den ich normalerweise eigentlich gar nicht bräuchte, aber wundert euch nicht, wenn ich da hin und wieder mal drauf gucke. Wir werden heute anschließend an das System Mauser 98, Prüfungssimulation, Sicherheit herstellen. Erinnert euch dran, das ist der Prüfungsabschnitt 1, und zwar aus der Ausgangssituation, Gewehrständersituation und Waffenschranksituation. Und da nochmal das Stichwort, welche Funktion das Schlösschen hat. Deswegen bin ich da gestern so lange drauf rumgeritten. Des Weiteren werden wir dann eine kleine Einleitung in die Munitionskunde abhalten. Also da machen wir einen Ausschnitt einer Prüfungssimulation. Munitionskunde, wie gesagt, ist neben den kalten und blanken Waffen und Optiken das Warm-up vor der eigentlichen Waffenhandhabung. Die Munitionskunde setzt sich einmal zusammen aus den Langwaffenmunition, aus der Langwaffenmunition, das heißt der Büchsenmunition, dann der Schrotmunition und Kurzwaffenmunition. Und wir werden euch dann einmal einen kleinen Prüfungsausschnitt simulieren zur Schrotmunition. Darüber hinaus werden wir dann noch eine kleine Aktion in Richtung Verstehen statt Büffeln bezüglich Munition, Schrotmunition machen. Da haben wir schon was vorbereitet. Ich weiß heute schon, dass es mir anschließend sehr gut schmecken wird. Sorry Leute, ich bin noch aufgeregter als gestern. Ja, ein paar Verhaspler, ich denke, das wird sich hinten raus widerlegen. Und ganz zum Schluss werden wir dann tatsächlich den Einstieg in den Training haben. Auch hier wieder, sei gesagt, Bauteile. Kurz nochmal die Systematik aus dem System Mauser 98, die wir dort schon angewandt haben, angesprochen. Ihr werdet sehen, dass ihr das dort an dem oder beim Drilling schon adaptieren könnt. Dann natürlich wieder mal ein kleines Endergebnis zeigen, wo wir hinwollen. Und am Ende des Tages nochmal die einzelnen Handgriffe im Detail sowie Prüferfragen. Das Ganze wird ungefähr eine Stunde dauern. Gestern haben wir ein bisschen überzogen, nicht ganz so schlimm wie der Thomas Gottschalk gestern. Ja, jetzt checken wir nochmal eine weitere Kameraeinstellung hinten auf den Gewehrständer. Jawohl, super, das passt, so können wir arbeiten. Klasse. Jetzt brauche ich nochmal die Vollansicht, genau. Super. Ganz wichtiger Punkt, holt euch was zu trinken. Wo ist meine Tasse? Da steht sie, super. Des Weiteren Zettel und ein Stift. Ich werde euch immer sagen, wenn ihr euch wirklich mal punktuell Notizen machen solltet, also schreibt hier nicht stehen und mit, sondern guckt euch das lieber einmal komplett an, vielleicht dann nochmal
im Anschluss ein zweites Mal. Wenn ihr Fragen habt, diese einfach bitte in den Chat reinschreiben und dann werden die Jungs das so gut wie es geht beantworten, respektive wir werden am Anschluss auf diese Fragen nochmal eingehen. Ja, kommen wir nun einmal zum Systemhause 98, zu der Prüfungssimulation Gewährständersituation. Und erinnert euch daran, dort wenden wir das sogenannte Sösle-Prinzip an. S steht für Sichern, Ö steht für Öffnen, S steht wiederum für die Stecherkontrolle, L für Laufkontrolle und E für Entladen, falls noch mögliche Patronen im Zickzack-Magazin sind. Und da haben wir schon etwas vorbereitet und all diejenigen, die gestern mitbekommen haben, welche Funktion hier das Schlösschen hat, werden nun hoffentlich verstehen, wo wir am Ende des Tages hinaus wollen. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Also ich nehme euch einmal mit in die Prüfungssimulation rein. So sieht dann schlussendlich die Gewährständersituation aus. Ja, der Zylinderverschluss ist geöffnet. Und mal ganz kurze Frage an die Regie. Sieht man das gut? Daumen hoch, super. Ihr seht, das ist geöffnet. Und die Flügelsicherung steht natürlich auf entsichert. Die kann ich jetzt auch gar nicht sichern. Ja? Die lässt sich nicht sichern. Deswegen, wenn ich hier das Sösle-Prinzip anwende, mal wieder zurück in die Vollansicht. Zack. Wenn ich hier das Sösle-Prinzip anwende, also das S, das ja für sichern steht, dann brauche ich hinten raus, beziehungsweise das geht ja jetzt gar nicht, weil die Waffe geöffnet ist. Deswegen hier nochmal die Erinnerung, welche Funktion hat hier bei das Schlösschen? Das Schlösschen ist ein Widerlager, das die Schlagbolzenmutter erst freigeben muss. Also wenn ich hier nicht sichern kann, weil ja geöffnet ist und dementsprechend auch nicht brauche, kann ich die Waffe dementsprechend ganz normal jetzt schon aufnehmen. So, ich halte das natürlich wieder 45 Grad in meinen Sicherheitsbereich. Nochmal, euer Ausbilder am Ende des Tages wird wissen, was die Prüfungskommission hören will. Ich habe ja gestern nochmal gesagt, einfach das so richtig machen. Wenn ihr fragen müsst, wo ist der Sicherheitsbereich in eurem Fall, dann weiß das euer Ausbilder und dann solltet ihr das an dieser Stelle auch schon längstens wissen, dann macht ihr das natürlich so. Ja, also nochmal. Sichern kann und brauche ich nicht, weil die Waffe ist geöffnet und das Schlösschen hat hier die Schlagbolzenmutter noch nicht hundertprozentig freigegeben. Deswegen geht das hier auch gar nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich nach dem Sösle-Prinzip vorgehe, habe ich also das erste S schon mal abgehakt, das Ö schlussendlich auch und dann komme ich am Ende des Tages zum weiteren S, zur Stecherkontrolle. Und jetzt hört mal bitte genau hin, denn die Waffe steht in der Gewährständersituation nicht eingestochen da. Wenn man die Waffe kennt, sieht man das. Aber auch da nochmal der Hinweis, darauf sollte man sich nicht verlassen. Deswegen grundsätzlich eine Stecherkontrolle durchführen. Das heißt, hört mal genau hin. Ich hoffe, man hat das Klicken gehört. Die Waffe war jetzt nicht eingestochen. Dadurch, dass ich jetzt die Stecherkontrolle ordnungsgemäß durchführe, das heißt, hinten ziehen und halten, vorne ziehen und halten, hat es davor natürlich ein kleines Klick gegeben. Halten. Jetzt habe ich die Waffe eingestochen, vorne ziehen und halten. Und nun habe ich die Waffe zeitgleich wieder hinten raus entstochen. Das wollen die Prüfer auch genauso hören, weil sie dann wissen, dass ihr das mit dem Halten, erst hinten ziehen und halten, vorne ziehen und halten und beide nach vorne gleiten lassen, definitiv richtig gemacht habt. Und übrigens, wir haben hier was vorbereitet, Leute. Es ist brüllend heiß mal wieder. Und wer dieses Taschentuch nach Hause haben möchte, oh, solche Scherze sollte man in Zeiten von Corona vielleicht nicht machen. Ansonsten hätte ich es gerne auf eBay gestellt. So Leute, wird Zeit, dass ich nochmal ein bisschen lockerer werde. Jedenfalls, Tatsache ist, jetzt habt ihr die Stecherkontrolle durchgeführt. Jetzt braucht ihr nur noch einfach eine Laufkontrolle machen. Lauf ist frei, Züge und Felder sind erkennbar. Entladen, wenn hier noch Patronen drin wären. Und dann gibt es abschließend einen Zustandsbericht. Die Waffe ist nunmehr entladen, entsichert, aber geöffnet, gespannt und nicht mehr eingestochen. Herr Prüfer, somit ist Sicherheit hergestellt. Wunderbar. Ich bereite jetzt einmal die
Waffenschranksituation vor. Ihr wisst es, vorne ziehen und halten, Daumen hier an der Seite legen, damit ihr euch nicht verletzt. Jetzt geht ihr hinten die Schlagbolzenmutter rein und ab in den Gewehrständer. Erinnert euch dran, wenn ihr fertig seid und habt die Waffe Waffenschrank fertig gemacht, dann sagt der Prüfer, stellen Sie die Waffe doch bitte mal so in den Gewehrständer zurück. Und dann sagt ihr, ja, normalerweise würde ich ein Gewehr immer geöffnet in den Gewehrständer zurückstellen, damit man sieht, dass offensichtlich erstmal keine Gefahr davon ausgeht. Das heißt lange noch nicht, das haben wir ja gerade gemacht, dass wir nicht daraus auch wiederum Sicherheit herstellen müssen, obwohl im ersten Augenblick offensichtlich erstmal keine Gefahr davon ausgeht, wie zum Beispiel das, was wir gestern besprochen haben, die Worst-Case-Situation. Wenn er dann sagt, wunderbar, das wollte ich hören, stellen Sie da trotzdem hin, ja, dann kommt der nächste Prüfling logischerweise in die dritte Ausgangssituation, in die sogenannte Waffenschranksituation. Also zu 99,99% werdet ihr Sicherheit herstellen müssen in der Gewehrständersituation, wie aber auch in der Waffenschranksituation. Das Ganze ohne Gewehr, musste gestern so lachen, natürlich müsst ihr am Gewehr das Ganze durchführen, aber Gewehr mit Ä und H, ja, ohne Gewehr. Also es kann natürlich auch die Worst-Case-Situation vorkommen. Aber aus der Logik heraus, wie die Prüfung schlussendlich abläuft, und da vertraut er uns jetzt einfach mal, sind die Ausgangssituation Gewehrständer wie Waffenschrank zu 99,99% Bestandteil der Prüfung in der Waffenhandhabung beim System Mauser 98. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen, zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis. Ich nehme euch mal wieder mit zum Gewehrständer. Zack. Jetzt seht ihr, ist die Waffe geschlossen. Sie ist entsichert. Es ist entspannt. Und ob eingestochen ist, kann ich nur erkennen, wenn ich die Waffe wirklich kenne. Und jetzt kommt wieder mein Wort Sößle zur Anwendung. Und da möchte ich, dass ihr euch wirklich angewöhnt mit dem Finger, auch wenn ihr wisst oder annehmen könnt, dass das die Waffenschranksituation ist, dass ihr trotzdem nicht einfach die Waffe aufnehmt, dann werdet ihr bei uns im Training in der Jagdschule definitiv durchgefallen. Warum, gehe ich gleich noch näher drauf ein. Also definitiv das Wort Sößle nochmal anwenden. Es steht für sichern. Da geht ihr ruhig hier dran. Jetzt merkt ihr, oh, ich kann ja gar nicht sichern. Ja, wenn sie geöffnet wäre bei der Gewehrständersituation, wäre das ja logisch. Hier könnt ihr nicht sichern, weil die Waffe entspannt ist. Da, wo die Waffe entspannt ist, kann und brauche ich nicht sichern. Ich möchte, dass ihr trotzdem, auch wenn ihr schon erkennt, das ist die Waffenschranksituation, dass ihr trotzdem hier dran geht mit dem Finger und das mal ausprobieren. Dann könnt ihr hinten nochmal fühlen. Ah ja, die ist ja entspannt. So. In dieser Situation, in der sogenannten Waffenschranksituation, wendet ihr also auch das Wort Sößle an. Geht mit den Finger an die Flügelsicherung. Wenn ihr jetzt merkt, da kann ich nicht sichern, dann könnt ihr die Waffe ruhig aufnehmen, denn da, wo keine Spannung drin ist, kann auch erstmal keine Gefahr von ausgehen. Also, ihr nehmt die Waffe dann dementsprechend auf, kommt zu dem zweiten Buchstaben, öffnen. Die Hand geht wieder vor dem Auswurffenster. Öffnen. Ihr nehmt eine mögliche Patrone aus dem Patronenlager. Weitere Patronen verbleiben erstmal im Zickzack-Magazin. Ihr kommt dann zum weiteren S der Stecherkontrolle. Wieder genau hinhören. Klick. Jetzt habt ihr eingestochen. Haltet den hinteren Abzug. Zieht den vorderen Abzug. Haltet diesen und lasst beide zeitgleich nach vorne gleiten. Das heißt, bei der Stecherkontrolle wollen Sie, wenn die Waffe nicht eingestochen ist, tatsächlich dieses Klick hören, damit Sie auch wirklich hundertprozentig abprüfen können, dass ihr die Abläufe richtig macht. Das heißt, hinten ziehen und halten, vorne ziehen und halten und dann nach vorne gleiten lassen. Und das Klick ist quasi die Bestätigung, dass ihr hinten richtig zieht und haltet. Manche machen das nämlich nicht und denken dann, die Waffe ist entstochen und ja, wenn sie Glück haben, kommen sie vorne noch an den Abzug und dann
löst natürlich der Stecher automatisch aus. Was in der jagdlichen Praxis zu laut wäre, denn nochmal, wenn die Waffe jetzt eingestochen ist und ich will die leise entstechen, natürlich vorher wieder sichern, hinten ziehen und halten, vorne ziehen und halten und nach vorne gleiten lassen. Und laut meine ich, mit laut meine ich das. So, und dieses Klicken hört man bis 200, 300 Meter, wenn der Wind richtig steht, bis also draußen in der jagdlichen Praxis und dann kommt keine Sau mehr an die Kehrung. So, also, nochmal zurück, Waffenschranksituation, ihr habt die Flügelsicherung noch im Gewehrständer ausprobiert, ob ihr die sichern könnt auf Mittelstellung. Ging nicht, warum? Weil ja entspannt ist, da wo keine Spannung drin ist, kann und brauche ich auch nicht sichern. Dann nehmt ihr die Waffe raus, 45 Grad in den Sicherheitsbereich. Ihr öffnet die Waffe, nehmt die Patronen aus dem Patronenlager, führt dann eine Stecherkontrolle durch, hinten halten, vorne halten, beide nach vorne gleiten lassen. Dann natürlich wieder eine formidable Laufkontrolle. Der Lauf ist frei, Züge und Felder sind erkennbar. Falls sich noch weitere Patronen im Zickzack-Magazin befinden, werden diese jetzt noch entnommen. So, abschließender Zustandsbericht an den Prüfer. Der Prüfer, die Waffe ist nunmehr entladen, entsichert, aber geöffnet, gespannt und nicht mehr eingestochen. Somit ist Sicherheit hergestellt. Jetzt kann der Prüfer sagen, ja, entsichert hört sich ja blöd an. Da will er euch nochmal abprüfen, ob ihr die Funktion des Schlösschens verstanden habt. Sichern Sie die Waffe doch mal. Herr Prüfer, das Schlösschen hat die Schlagbolzenmutter noch nicht freigegeben. Hatten wir gestern angesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo, wenn ich Prüfer wäre, Jagdschüler schon durchfallen lassen würde. Und das ist auch durch und das ist auch völlig berechtigt. Und deswegen haben wir auch diesen Anspruch schon in der Jagdschule, im Training, bei unseren Leuten. Folgende Situation, Gewehrständer-Situation. Und jetzt nehmt ihr die Waffe einfach auf, zack, und da werdet ihr bei mir im Training und bei manchen Prüfern zu Recht in der Prüfung auch schon durchgefallen. Warum? Weil ihr ja gar nicht erst ausprobiert habt, ob ihr die Waffe überhaupt sichern könnt. Also, nochmal, da wollte ich drauf hinaus. Selbst wenn ihr das wisst und seht, dass das die Gewehrständersituation, die Waffenschranksituation ist, dass ihr die Waffe nicht sichern könnt, zeigt das dem Prüfer, dass ihr das trotzdem nochmal überprüft habt, noch im Gewehrständer. Okay? Und wenn das nämlich einer die ganze Zeit nur trainiert hat, dass es immer dann anschließend in die dritte Ausgangssituation geht und davon auch dann in der Prüfung ausgeht und dann steht die Waffe vielleicht auf einmal so da, ja, eine halbe Worst-Case-Situation und denkt sich, naja, die Waffe ist geschlossen und sieht vielleicht die Schlagbolzenmutter nicht richtig. Je nach Waffenfabrikat ist die nämlich mal größer oder kleiner. Wird wohl die Waffenschranksituation sein, ja, kann und brauche ich ja nicht sichern. Nein, immer zuerst an die Flügelsicherung. Ja? Immer dran gehen und noch im Gewehrständer, wenn es geht, schon auf Mittelstellung sichern. So. Mein lieber Herr Gesangsverein, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Performance gestern war von meiner Seite aus, fühlte sich irgendwie souveräner an. Ich bin noch aufgeregt, immer noch aufgeregt. Wenn das bis hierhin verständlich war, liebe Jagdfreunde, dann motiviert mich doch mal mit ein paar Däumchen. Und jetzt nehme ich erst noch mal einen Schluck aus der Tasse. Sind denn bis hierhin erstmal Fragen? Dann schreibt das doch in den Chat und dann werden die Jungs das sammeln, respektive sie werden es mir weitergeben. Jo, wenn das nicht der Fall sein sollte, könnte es daran liegen, dass ihr schon im Vorfeld sehr gut ausgebildet seid oder es tatsächlich jetzt hier nochmal sehr gut vermittelt bekommen habt. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir jetzt direkt weiter und kommen zur Munitionskunde. Also nochmal, ich nehme als Beispiel immer Niedersachsen. Warum? Weil in Niedersachsen die meisten Jagdschüler ihre Jagdscheinprüfung machen. Von 20.000 ungefähr 5.000. Und in Niedersachsen ist das Fachgebiet 2 Waffenkunde mit der Waffenhandhabung. Und bevor ihr zur Waffenhandhabung geht, gestern auch schon gesagt, ich wiederhole mich sehr gerne nochmal für alle die heute neu da sind, habt ihr vor der Waffenhandhabung
ein kleines Warm-up. Das ist die Munitionskunde, das sind die Optiken, also Ferngläser und Zielfernrohre, und das sind die kalten, respektive blanken Waffen. So, und die Munitionskunde von diesem Warm-up, von der kompletten Waffenkunde, macht alleine schon 70% der möglichen Prüfung vor der Waffenhandhabung aus. Und ich will es jetzt nicht komplizierter machen, weil wir werden in den nächsten Tagen uns immer einen Teil rausnehmen. Wir werden die Langwaffenmunition, respektive die Büchsenmunition, uns genau angucken, werden dort einen Impuls raushauen, mit dem ihr innerhalb von 10 Minuten nach unserem Motto Verstehen statt Büffeln die sogenannte 447-Regel schon die komplette Langwaffenmunition auf dem Schirm habt. Wir machen heute einen kleinen Prüfungsausschnitt und gehen da mal ins Detail bei der Schrotmunition. Und das werden wir jetzt einmal, oder beziehungsweise haben wir schon vorbereitet. Und damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, wo wir hinten raus wollen. Also jetzt ein möglicher Prüfungsabschnitt, eine mögliche Prüfungssimulation anhand der Schrotmunition im Vorfeld vor der eigentlichen Waffenhandhabung in Fachgebiet 2, Waffenkunde.